Heute gibt es wieder ein Aufräumvideo und zwar gibt es heute 5 Gründe, warum es bei dir nie ordentlich ist. Und dafür habe ich mich wieder zusammengetan mit meiner lieben Freundin und Kollegin Sabine von Ordnungsliebe. Die hat einen tollen YouTube-Kanal zum Thema, ist Expertin auf dem Gebiet, ist Ordnungscoach seit über 10 Jahren mittlerweile, hat viele Bücher zum Thema geschrieben und bei ihr gibt es weitere 5 Gründe, warum es bei dir nicht ordentlich ist. Wir starten direkt mit Grund Nummer 1. Aber vorher abonniert den Kanal unbedingt und gebt dem Video einen Daumen nach oben, damit ich auch weiß, ob euch diese Themen interessieren. Grund Nummer 1, warum es bei dir nicht ordentlich ist, könnte sein, dass die Dinge keinen festen Platz haben. Aufräumregel Nummer 1, die allerwichtigste in meinen Augen, ist: jedes Ding hat seinen Platz. Und ich glaube, da sind sich alle Aufräum-Ordnungscoaches darüber einig, dass man wirklich festlegen sollte, wo jedes einzelne Teil im Haushalt hinkommt, weil sonst stapelt man an allen Ecken und Enden irgendwelche Sachen, räumt Sachen von A nach B. Ich kenne das selber von mir. Wenn die Dinge keinen Platz haben, schiebt man es von da nach da, nach da, nach da und man hat immer irgendwas rumfliegen. Die Wurzel des Problems könnte natürlich sein, dass du zu viele Sachen hast. Darauf gehe ich gleich nochmal ein, aber überleg dir wirklich ganz genau die Orte, wo du die Sachen immer wieder hinräumst. Und dazugehörig ist natürlich auch, es erfordert ein bisschen Übung, ein bisschen Disziplin. Du musst die Sachen auch wirklich da wieder hin zurück tun. Überleg dir feste Plätze für deine Sachen für mehr Ordnung und räume sie möglichst schnell nach der Benutzung auch wieder dorthin zurück. Warte nicht damit, es sammelt sich nur an. Mach es zur Routine, die Sachen einfach wieder zurückzutun. Womit wir eigentlich auch schon beim zweiten Punkt sind, und zwar, du hast keine Aufräumroutinen. Deswegen ist es bei dir immer unordentlich. Ich habe von so vielen Leuten schon gehört, dass die sogenannte Stapler oder Staplerinnen sind. Es gibt keine wirklichen festen Plätze, es gibt keine wirklichen Aufräumroutinen, außer die Dinge aufeinander zu stapeln, so dass es ein bisschen ordentlicher aussieht, als wenn sie überall verteilt sind. Das ist so ein bisschen die bittere Pille, die man schlucken muss beim Aufräumen. Es geht halt nicht ohne ein bisschen Fleiß. Es geht halt wirklich nicht ohne ein bisschen Fleiß. Aber Routinen helfen einem dabei, dass es sich nicht so nervig anfühlt, dieses ständige Aufräumen. Wenn man sich zum Beispiel zur Routine macht, immer, wenn man gegessen hat, die Sachen danach direkt wieder wegzuräumen und nicht irgendwo stehen zu lassen, dann geht es so in Fleisch und Blut über, dass man sich darüber gar keine Gedanken macht. Also nicht so die Gedanken macht, so, oh, jetzt muss ich schon, das schon wieder. Und es ist dann einfach ganz selbstverständlich, dass es gemacht wird. Bei mir ist zum Beispiel jeden Morgen, wenn ich mir einen Kaffee mache, das ist das Erste, was ich am Tag mache, räume ich die Spülmaschine aus, die über Nacht halt das Geschirr gewaschen hat. Wenn noch Geschirr, dreckiges rumsteht vom Vorabend, weil die Spülmaschine lief, wie gesagt, dann räume ich es am nächsten Morgen halt, während der Kaffee durchläuft, räume ich das weg. Das ist immer mein Lieblingsbeispiel, weil das auch so ein Beispiel dafür ist, wie ihr so Wartezeiten, bis der Kaffee kocht, bis Nudelwasser kocht, also so einfach die Zeiten, die es zu überbrücken gilt, weil ihr auf irgendwas wartet, nutzen könnt, um währenddessen so ein bisschen Klarschiff zu machen. Ich fasse nochmal zusammen. Wenn ihr diese Routinen nicht habt und immer dieses Gefühl habt, oh, ich muss aufräumen, aber ich habe eigentlich keine Lust und la, dann wird es euch sehr viel schwerer fallen und ihr werdet wahrscheinlich öfter Unordnung haben. Wenn ihr feste Routinen habt, an die ihr euch auch haltet, so lange haltet, bis ihr sowieso nicht mehr drüber nachdenken müsst, dann wird es permanent eigentlich bei euch ordentlich sein. Zumindest ein Ordnungsstadium haben, mit dem ihr gut leben könnt. Grund Nummer 3, warum es bei dir immer unordentlich ist, könnte sein, dass die Aufräumroutinen und die Ordnungssysteme, die du für dich überlegt hast und die du für dich entwickelt hast, einfach gar nicht so gut zu dir passen und gar nicht so gut funktionieren. Zum Beispiel, du hast dir ein Ordnungssystem überlegt, was in der Theorie total super ist, mit vielen kleinen Schächtelchen und da kommen die Reißzwecken rein und da kommen die Büroklammern rein und da kommen die, weiß ich nicht, irgendwas rein, Radiergummis und
Aber du hältst dich daran nicht, weil es einfach viel zu kleinteilig ist. Du bräuchtest vielleicht, um dich daran zu halten, eine Box, wo diese ganzen Dinge drin sind. Es ist auch okay, es muss nicht so kleinteilig sortiert werden. Wenn du weißt, okay, Radiergummis, Stifte und Büroklammern, na okay, Büroklammern ist ein bisschen doof, wenn die rumfliegen, aber ich sag mal, Radiergummis, Stifte und Anspitzer finde ich alle in der Box. So, da kann ich sie auch einfach reinschmeißen, das ist kein Thema. Dann wirst du dich wahrscheinlich eher daran halten, als wenn das zu kleinteilig ist und du denkst, ach komm, ich lege das erstmal oben drauf und ich mache das dann später. So, genauso ist es mit irgendwelchen Boxen, wo Deckel drauf sind und da alles, was für dich in deiner Routine, in deinem Alltag einfach zu viel Anstrengung erfordert, um dich einfach mal eben daran zu halten. Wir haben zum Beispiel im Flur haben wir unsere Garderobe, da hängen unsere, also ein Schrank, der unsere Garderobe ist, da hängen unsere Jacken drin, die hängen wir auch immer an Bügel und hängen die da rein, wenn wir nach Hause kommen. Und oben ist einfach nur ein Korb für Handschuhe und Mützen und ein Korb für Schals. Da muss nichts gefaltet werden, da muss nichts ordentlich aufgerollt werden. Das wird einfach in diese Körbe reingeschmissen. Sieht okay aus. Schals da, Mützen da, kein Problem. Kann sich jeder dran halten, auch kleine Kinder, außer dass sie nicht dran kommen. Aber ihr wisst, was ich meine. Es muss für euch in eurem Alltag funktionieren. Genauso ist das mit den Routinen. Wenn ihr euch zum Beispiel für mich würde es nicht funktionieren, deswegen mache ich das morgens, wie ich gerade im vorhergehenden Beispiel erzählt habe. Ich würde mir niemals eine Putzroutine in die Abendstunden legen, weil ich weiß, nach so einem Tag bin ich so durch. Ich habe da keine Lust mehr, das Klo zu putzen. Ich habe keine Lust mehr. Ich habe eine Zeit lang versucht, wirklich jeden Abend das Waschbecken zu Hause sauber zu machen und den Spiegel zu putzen. Vielleicht erinnert ihr euch. Es war eine tolle Idee, so, aber es hat auf Dauer nicht funktioniert. Jetzt mit zwei Kindern schon gar nicht. Ich bin am Ende des Tages durch. Ich habe keine Lust mehr. Genauso mache ich halt die Küche morgens und nicht abends. Also klar, man stellt die Teller, wenn die Spülmaschine frei ist, stellt man die noch rein und so. Aber so das wirklich sauber machen und so, das mache ich lieber viel, viel, viel lieber am nächsten Morgen als am Abend. Und so strukturiert euch die Ordnungssysteme und die Putzroutinen, Aufräumroutinen so, dass sie für euren Alltag passen. Sonst macht ihr es nicht. Grund Nummer 4, warum es bei dir immer unordentlich ist, das knüpft so ein bisschen an den ersten Punkt an. Du hast zu viele Dinge. Du hast zu viel Zeug. Wenn du zu viel Zeug hast, dann hat das Zeug auch meistens keinen festen Platz. Oder bestimmte Sachen schon und bestimmte Sachen nicht. Du schaffst immer mehr Zeug an und es fliegt irgendwo in irgendwelche Ecken und du weißt nicht, wohin damit. Oder du hast noch nicht ausgemistet und du hast sowieso ganz viel Zeug, was du eigentlich nicht benutzt, nicht magst und es fliegt irgendwo rum und du räumst es nur von A nach B. Also, diesen Punkt kann man relativ schnell abhandeln. Wenn du zu viel Zeug hast und keine Plätze dafür, musst du entweder, wenn du dich nicht von dem Zeug trennen willst, mehr Stauraum schaffen oder B, dich davon trennen. Ich rate sehr zu B. Ich rate sehr zu B, weil wenn du mehr Stauraum schaffst, hat das natürlich zur Folge, dass deine Wohnung immer voller wird. Wenn du mehr Stauraum schaffst, tendiert man auch dazu, den auch zu nutzen. Das heißt, ich habe ja Platz im Schrank. Ach komm, ich kaufe das. Ich kaufe das noch und das. Und dann zur Not stelle ich es halt in den Schrank. So. Oder man überlegt es sich ja oft gar nicht bewusst. Es passiert dann einfach. Deswegen, wenn du zu viel Zeug hast und das Zeug keinen Platz hat, empfehle ich, großzügig auszumisten. Der letzte Punkt, warum es bei dir immer unordentlich ist, da spreche ich aus Erfahrung und der ist so ein bisschen mit einem Augenzwinkern, aber es hat auch seine Berechtigung und zwar, der Grund, warum es bei dir immer unordentlich ist, ist, du hast Kinder. Oder unordentliche PartnerInnen, MitbewohnerInnen und so weiter. Dagegen ist halt nicht wirklich ein Kraut gewachsen, was da hilft, ist auch Routinen zu haben und zwischen den Routinen, klar muss man immer mal wieder aufräumen, aber tief durchzuatmen und zu akzeptieren, dass es nicht permanent aussieht wie im Katalog und dass es okay ist. Und ja, ich wünsche es mir ganz oft anders und ja,
Mich nervt ganz oft, wenn das Kinderspielzeug überall im Haus verteilt ist. Und dann denke ich mir ganz schnell, morgen früh kann ich das alles so machen, wie ich es möchte. Und nachmittags sieht es dann wieder so aus. Und das ist okay. Das ist okay. Es sind auch, ja, jetzt, wenn man ehrlich ist, auf die ganze Lebensspanne bezogen, nicht so viele Jahre, wenn es jetzt um Kinder geht, wo es so ist. Und mit dem Partner, Mitbewohner, wie auch immer, muss man irgendwie eine Art Kompromiss finden, wie es für beide akzeptabel ist. So. Und da muss man sich irgendwie versuchen, entgegenzukommen. Gelassenheit hilft in diesem Fall. Da, wie gesagt, da gibt es halt leider keinen wirklichen Tipp, außer den. Das waren meine 5 Gründe, warum es bei dir zu Hause immer unordentlich ist und was du dagegen tun kannst. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib dem auf jeden Fall einen Daumen nach oben, abonniere den Kanal und wir sehen uns am Sonntag im Vlog. Mal gucken, was nächste Woche. Nächste Woche gibt es wieder ein Interior-Thema. Mal schauen, was da kommt. Tschüss. Tschüss.